Hi Leute und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier mit unserem Onkel unterwegs und sind wieder ein kleiner Junge und wir müssen jetzt die Bärenspuren verfolgen. Das werden wir tun. Hier Bären leben? Tun Bogen sie nicht, ziehen. aber die Kämpfe in Yarikawa trieben einige hierher. Also sind die Rebellen schuld. Wir sollten sie als Strafe den Bären zum Fraß vorwerfen. Naja, der Sind Bär ist ja keine schon verletzt. Barbaren, Jin. Das sind die Spuren. Boah, ist das hell, da sieht man ja gar nichts. Hier ist der Bär gestolpert. Stirbt er? Nein, aber wir kommen näher. Er läuft zufällig den Weg entlang. Seid bereit, Jin. Ja, Onkel. Darf ich schießen, wenn er noch lebt? Zeigt, dass ihr eure Gefühle kontrolliert. Dann vielleicht. Da liegt er. Wir haben ihn. Vorsichtig, er könnte noch leben. Der Pfeil hätte ihn nicht töten sollen. Nicht? Schaut, Onkel. Eine Wunde in seiner Flanke. Nicht von einem Pfeil. Ein Assassine! Aus Yarikawa! Verräter! Ihr fallt dem Shito in den Rücken! Fürst Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ehrenvoll. Der hat doch keine Ehre verdient. Greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Ja, das sind die Gewissenskonflikte, die er jetzt hat. Denn um sein Volk zu retten, seine Familie, muss er gegen seinen Kodex verstoßen. Oder, ja, gegen seinen Kodex stoßen. Oder wie man das auch nennt. Und das hat er gerade getan. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie dürfen uns nicht sehen. Benutze genau. Deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. So, fokussiertes Hören. Drücke Touchpad, um fokussiertes Hören einzusetzen. Dies enthüllt die Position naher Gegner und verlangsamt deine Bewegungen. So bin ich jetzt wahrscheinlich leiser. Man muss es nicht gedrückt halten, einmal drücken lang. So, den da drüben schnappen wir uns auch noch. Das macht echt Fun, Leute, ne? Ich sag's euch, ne? Ich mag einfach so Samurai-Abenteuer. Andres weg, das heißt, wir können jetzt ihn uns schnappen. Ich hoffe, er dreht sich nicht um, denn wenn er sich umdreht, müssen wir kämpfen. Und es ist auf alle Fälle schonender für unser Leben.
Lass mich raten, das ist ihr Bruder da drin. Ups. So wollte ich das eigentlich gar nicht öffnen. Na gut, ich glaube, der ist schon hin. Luna, ist das? Nein, nicht wirklich. Oh, gut. Ich würde sagen, wir müssen weiter hoch. Drüben wäre wieder eine Wache. Dort, ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Ist er nicht? Na und? Ich glaube, den tun wir mal befreien. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Was? Ich wollte aber in das Zelt rein. Ach, okay, gehen wir lieber da durch. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhut Ronin? War ich. Ich bin abgehauen, als ihn langsam. Ah, ein Ronin. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Da haben wir unseren ersten Ronin befreit. Auch wenn er keinen Bock hat zu kämpfen, werden wir mit Sicherheit weitere finden. Sind Ronin nicht solche, die ihre Ehre verloren haben als Samurai? Hier lang. Die haben jetzt die Möglichkeit, natürlich ihre Ehre zurück zu erlangen. Einen Schmied namens Tucker. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Tucker lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Tucker retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Tucker schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat ist, wo Taka und ich hingehen. Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur. An der Grenze zu Tsutsu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Danke. Fürst Shimura, ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und ihr seid sofort frei. Lügner. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles und jeden. Und sie werden ihn finden. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven.
Trophäe, kein Weg mehr zurück. Ach, will ich auch gar nicht. Ich will voranschreiten. Technikpunkt. Oh, zwei schon. So, du hast einen Technikpunkt verdient. Setze ihn ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir im Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Ablenkung, Ausweichen. Dann gibt es noch Erkundung und Mythisch, aber da können wir noch nicht drüber. So, Ablenkung, perfekte Parade. Pariere im letzten möglichen Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Verleiht eine mittlere Menge Entschlossenheit. Rolle dich über den Boden, um Angriffen zu entgehen. Das erinnert mich an Dark Souls. Wir nehmen beides. Was gibt's denn als nächstes? Perfekte Heilungsparade. Perfekte Paraden stellen eine kleine Menge Gesundheit her. Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Angriffe mit blauschimmernden Linien können pariert werden. In jeder Kampfhaltung möglich. Also das, wir werden dann immer besser und können uns immer mehr Entschlossenheit oder Leben zurück erlangen. Cool. Der gebrochene Schmied. So, wie schaut's denn aus? Was haben wir denn da oben? Burg Kaneda. Die Geschichte von Sensei. Was haben wir da? Komoda. Unentdeckter Ort. Hier wäre sowas wie... Die Fragezeichen sind wahrscheinlich sowas wie Nebenquesten. Goldener Tempel. Was haben wir da unten? Der gebrochene Schmied. Juna und ich haben die Spur ihres Bruders zu einem Gefangenenlager in der ummauerten Asamo-Bucht verfolgt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine Nebenquest, die gleich hier in der Nähe ist. Ich glaube, hinter uns wird uns was angezeigt. Genau. Da gehe ich jetzt mal kurz rüber und schau, was da ist. Fuchsbau. Echt jetzt? Du bist am verfolgten Ort angekommen. Benötigte Inari-Schreine, um einen niederen Talismanplatz zu verdienen. Ich glaube, wir machen hier die Quest weiter. Wo ist denn der? So ein weiter Weg, ne? Ja, wir machen beim gebrochenen Schmied erstmal weiter. Bisschen die... Was stimmt mit dem Fuchs nicht? Läuft er uns jetzt hinterher? Dachte schon. So, welche Richtung müssen wir jetzt nochmal? Ey, nicht absteigen. Diese Richtung hier, ne? Ja. Let's go. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange, dass euch nicht langweilig wird. Aber ein bisschen was haben wir natürlich vor uns. Ich bin gespannt, was für Techniken wir noch erlernen werden. Die haben auch sehr viel Abwechslung, wie ich finde, hier in die Welt hinein gemacht. Hier scheinen keine Gegner zu sein, ne? Wir müssen darüber. Kannst du nicht übers Wasser? Ist das zu hoch für dich? Zu tief? Hopp, darüber. Ich will jetzt erstmal hier beim Schmied weitermachen. Bevor wir die ein oder andere Nebenquest machen. Hier könnten wir uns aber auch nochmal kurz umschauen, was war da. Das klauen wir mal kurz. Weiß zwar noch nicht, für was ich das gebrauchen kann. Und hier gibt es bestimmt eine Quest. Ihr wirkt bekümmert. Was ist? Ich sah einen furchtbaren Kampf am Kuta-Gehöft mit an. Banditen und Mongolen schlachteten einander ab. Normalerweise würde ich sie einander umbringen lassen. Doch dabei könnten andere in Gefahr geraten. Haltet euch dort fern.
Ich sehe nach. Okay. Karte aktualisiert. Wir haben jetzt hier eine Nebenquest bekommen. Die müsste mir jetzt hier irgendwo angezeigt werden. Das haben wir ja abgeschlossen. Ist das die hier? Das müsste die hier sein, ne? Oder? Ja. Ja, aber wir bleiben bei unserem Missionsziel. Ich möchte erstmal die Mission mit dem Speed weitermachen. Immer schön den Wind nach. Das erinnert mich ein bisschen an The Witcher, so viel mit dem Pferd rumreiten. Wobei ich sagen muss, dass es hier sich schon echt um einiges besser steuern lässt. Kann man nichts sagen. Hier, das war ja dieses kleine Minidorf oder so, das wir befreit hatten, ne? Hier sollte eigentlich niemand mehr sein von den Feindlichen. Mal sehen. Wollt ihr kämpfen oder was? Wir finden. Jetzt können wir diese Rolle. Oh Mann, ich treffe echt gar nichts. Der muss weg. Okay, einer ist weg. Zweiter ist weg. Oh, wieder ein Punkt. Kann ich die Vorräte nicht mehr nehmen? Hier waren doch gerade Vorräte. Machen wir uns mal voll. Ja, die waren jetzt nicht so stark. Also ich glaube, mit der Zeit werden wir das Kampfsystem noch perfekt verinnerlichen. Ich glaube auch, dass das Spiel einen Wiederspielwert haben wird. Was ich doch finde. Schauen wir mal kurz die Karte an, was die Karte spricht. Nee, wir gehen da lang. Das ist besser. Ja, das Pferd mag kein Wasser. Alter Handelsposten. Mongolisches Gebiet. Ja, warum tun wir nicht ein bisschen mongolische Gebiete erobern? Wenn wir schon mal hier sind. Zuerst. Oh, das ist wieder so ein besonders starker Krieger. Und weg mit dem Anführer. Werden die Mongolen abhauen oder wollen die jetzt kämpfen? Da, der hat Angst. Wer bist du? Der muss weg. Legende erhöht. Gibt's noch einen? Mädels? Ne, ich glaube, sie sind alle weg. Was?
Ist das euer Ernst? Hier waren gerade mal drei Gegner. Ach, dann gehen wir weiter. Wie heißt eigentlich nochmal das Pferd? Ich hab's irgendwie vergessen. Wow. Oh, Wildschweine. Ja gut, dafür werde ich jetzt nicht anhalten. Diese Anführer, die wir gerade besiegt haben, die erinnern mich ein bisschen an Sekiro und die Generäle, nur in schwach. Präfektur Komatsu haben wir erreicht. Oh, schaut mal. Holz. Das würde den Sanyo gefallen, wenn er wieder viel looten kann bei Spielen. Kommt her und kämpft! Oh, das sind ein paar stärkere, glaube ich. Ja! Ups. Jetzt muss ich kämpfen. Ich muss erst den Bogenschützen wegmachen. Wo ist der? Der ist weg. Wow! Boah, die sind schon ein bisschen härter, Leute. Da ist noch einer, oder? Den Dicken heben wir uns zum Schluss auf. Der ist gleich hin. Was? Der ist weg. Was? Jetzt heißt unsere Chance. Was? Okay. Wir sind gestorben. Unser erster Tod in dem Spiel. So ein Mist. Ja, komm, dreht auf mir rum. Ich werde euch fertig machen. So ein Mist, ey. Ich hoffe, das war nicht so weit. Ich will nochmal gegen die kämpfen. Sind schon richtig, oder? Ja. Ich will nochmal gegen die kämpfen. Ich hoffe, die kommen wieder. Mann. Die kommen echt nicht mehr. Beschütze mich. Was? Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger.
Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Der Himmelschlag. Du bist im Begriff, eine neue Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Ich hoffe, dann wird die alte Geschichte nicht beendet. Nee. Nicht, dass die vorherige Geschichte beendet wird. Los jetzt, Kage! Ich komme drauf zurück. Ah, ich würde schon gerne nochmal gegen diese Krieger kämpfen. Ich glaube, da wäre echt was machbar gewesen. Vorrede. Präfektur Ariake haben wir erreicht. Schaut's auf der Karte aus? Oh, schon noch ganz schönes Stück, ne? Der Himmelsschlag ist auf alle Fälle markiert. Das Wildschwein fotzt die gerade. Da hätten wir wieder eine Nebenquest, die wir starten können. Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Oh. Ah, okay, hier können wir uns einen Samurai holen. Oder kennenlernen. Das machen wir aber noch nicht. Ich will zum Schmied. Kann es gar nicht oft genug sagen. Mann, ich hoffe, da gibt es dann irgendwann diese Schnellreise Möglichkeiten. Klar, ist schon schön hier. Sehr abwechslungsreich, finde ich. Haben sie das gestaltet? Schaut nicht alles gleich aus. Die mein Pferd getötet? Das sind gewöhnliche Banditen, ne? So, haben wir geschafft. Schade, dass ich die anderen nicht mehr retten konnte. Verdienst das Allerbeste. Genau. Ob in Japan wirklich so viele Wiesen mit so viel Blumen sind? Schreiten da so rum? Kuta Flussbrücke, mongolisches Gebiet. Oh, da oben. Gleich bin ich bei dir, mein Freund. Gleich bin ich bei dir. Hätten wir sogar einen Attentat machen können. Ah, da kommt schon der erste Krieger.
Tipp: Töte oder beobachte Mongolenanführer Mächte, neue Kampfhaltung zu erlernen. Oh. Wo schießt er? Von wo hat er geschossen? Von wo schießt der Spasti, Mann? Ich sehe den nicht einmal. Da oben. Willst du mich verarschen? Oh, ich muss runter. Echt jetzt? Schnell weg hier. Deckung. Wer bist denn du? Noch ein Bogenschütze. Hier oben bin ich im Vorteil, ne? Wir müssen sich erstmal sammeln. Oh, aber den nicht. Oh, schnell runter. Die sind gefährlich, die Kerle. Stirb! Stirb endlich! Anführer getötet. Die Wasserkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Schilde. Schildbrecher, Dreieck. Dreieck gedrückt halten, dann Dreieck antippen für Schlagwirbel. Halte R2 gedrückt, um die Kampfhaltung zu wechseln. Technik erlernt. Wasserkampfhaltung, okay. Sehr cool. Ist da noch einer? Das sind noch welche, ja. Gleich habe ich dich. Ich glaube, dass das der letzte gewesen ist. Yep. So, wo ist mein Pferd? Hier? Karte? Ah, ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.